Mal gucken. Also, erstmal zur Begrüßung. Herzlich willkommen bei den Firefighters. Ich bin zwar wieder euer Schlumpf. Wir spielen heute mal XXL City, nennt sich das Game. Ja, und was ich hier so vor mir seht, also was ihr hier vor mir seht, ist das Spielbrett. Ganz einfaches Spielprinzip. Baue deine eigene Stadt. Ja, fangen wir mal an. Muss als allererstes erstmal einen Transportweg bauen. Nehmen wir gleich mal doppelspurig. Erkläre ich euch dann noch, warum man doppelspurig macht. Ja, wird gerade gebaut. So, jetzt haben wir als erstes das gebaut. Als nächstes bauen wir ein Rathaus. Ja, Rathaus bauen ist schön. So, man muss dann noch später gucken, dass die Transportwege nicht verstopft sind, dass die Straße und allen möglichen. Als nächstes brauchen wir, erstmal ein bisschen Energie. Ja, später muss man auch noch Abfall und allen drum und dran bauen. Man kann die Stadt verschönern. Man kann verschiedenes Zeug nachbauen. Asien, seht ihr hier, ja, klein, groß. Je nachdem, was man möchte, ist es beliebig. Werden wir mal ein paar Einwohner reinholen, oder? Zack, machen wir gleich mal ein bisschen größer. Zack, jetzt werden hier Einwohner einziehen und jetzt müssen wir schon Läden bauen. Zack, Laden gebaut. Machen wir gleich mal noch einen, weil die meckern dann immer rum, dass nichts gibt und... Ah. So, als nächstes, werden wir Arbeitsplätze benötigt in diesem Spiel. Zack. Gut, so, das haben ich gedürft und gebaut. Ja, man kann immer selber Bauernhöfe bauen und alles mögliche, also ich bin noch nicht so weit beschäftigt gewesen mit dem Spiel. Ich hab's erst seit kurzem, ich hab's für 9 Euro erworben. Bauen wir noch ein paar Büros. Zack. So, das Zeug muss also mit der Straße verbunden sein, müsst ihr auch aufpassen. Ja, und... Naja, mal gucken, bis die ersten Leute eingezogen sind, schon welche. Jetzt mal gucken. Erstes Büro hat auch schon aufgemacht. Ja, man macht halt nicht viel hier in diesem Spiel, also... Gibt's hier noch eine Deko? War das hier? Ne, das war nicht hier. Ja, man muss noch später ein Krankenhaus bauen. Feuerwehr, allen möglichen und die wollen immer mehr haben dann später. Wir brauchen qualifizierte Arbeitskräfte. Wollt ihr welche haben, bekommt ihr welche. Zack, man muss dann auch noch zwischen Gebildeten und zwischen Nicht-Gebildeten, also sprich, später dann noch Schulen bauen und sehr umfassend die Sache. Was ich cool gemacht finde, man kann wie bei Rollercoaster, wenn man das kennt. Jetzt mal eben weg. Ah, wir wechseln eben hier über die Straßen. Das Ding wird dann noch riesig groß. Also, Fantasie, echt keine Grenzen gesetzt. Hey, Oma, bist du scharf? Nee. Cool, wir haben eine neue Stufe erreicht. Juhu. Wie genial ist das denn? Gehen wir mal wieder nach oben.
30 bis 30 weit raus ist, man kann die ganze Map dann noch voll bauen. Das soll nicht der oder das Problem sein. Die Stadt habe ich einfach mal Kacke genannt. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich weiß, das ist sehr kreativ. Da muss man hier oben mit die Felder abfliegen im Prinzip. Die Umwelt. Ah, zu schnell. Alles in Ordnung. Top. Nee, ist es eben noch nicht. Ich brauche noch ein paar qualifizierte Arbeitskräfte. Unqualifizierte da, immer wo das Plus ist. Dann kann ich noch wählen zwischen großer Anzahl, ganz großer Anzahl und niedriger. Das geht dann bis, was weiß ich, bis Techniker, einen Monat. Die braucht dann auch anderen Komfort und je nachdem. Ja, was wollen die? Die wollen eine Brücke. Ja klar, ich will auch eine Brücke und ich bekomme keine. So, jetzt rollen schon Güterzüge, also LKWs in meine Stadt und je nachdem möglich. Wir werden aber noch ein paar... Ah, ein Hotel können wir noch bauen. Kleines Hotel, großes Hotel. Ressourcen, was macht der Markthandel, also alles mögliche. Dieses Gebäude hat keine Angestellten. Das bedeutet, wir sollten dringend noch ein paar Einwohner hier einfliegen lassen. Müsste sich das eigentlich gleich regeln, wenn ich mich nicht irre. Gucken wir mal. Alles gut, zufriedenstellend. Gut, okay. Alles jetzt in Ordnung. Ja, dann nimm doch mal ein paar an, du Blödheil. Na, ich baue einfach mal. Davon haben sie genug. Wir wollen mehr Einzelne. Ja, und wer sich jetzt wundert, der Bürgermeister teilt bloß zu, der baut nicht selber. Also ihr merkt, das ist ein richtig großer Haufen, ich werde mich jetzt damit noch ein bisschen beschäftigen und dann... Ja, dann habe ich eine riesig große City und freue mich also bis dahin, euer Schlumpf.